Ein neues Video zu Limbo. Willkommen dazu. Wozu? Hierzu? Wann zu? Hilfe? Muss man Angst haben davor? Was ist das hier? Ach du Schande. Was ist das? Ja. Okay. Also das alles hier wird jetzt nur von diesen Magneten gehalten. Wollt ihr mir damit sagen? Aber was ich genau tun soll, davon sagt ihr mir nichts. Ihr seid gemein und hinterhältig. Hier ist aber auch keine Kiste, die ich nehmen könnte. Blöde Geräusche da, was soll das? Ah, man darf nur eine Kiste. Elektrifizieren damit, oder wie? Ich verstehe es gerade nicht ganz. Ah, das wird schon noch kommen, das wird schon noch kommen. So, was geschieht, wenn ich das hier jetzt drücke? Aha! Ich verstehe, das muss alles ziemlich zackig gehen. Jetzt darf der nämlich nicht umkleben. Ah, leider doch. Gut, okay. Immer diese Timing-Sachen hier. Haha! Wie? Ah ne, das andere ist unten. Sehr gut. Ach, Leutchen. Heieiei. Da ist schon was los. Yay! Ah, ich hasse Timing-Aufgaben. Grrr, das war wieder nicht gut genug. Nein, nein. Gut. Wieder einmal merke ich es mir. Ach ja. So. Nee, das war nichts. Jetzt. Nö. Ah, das war jetzt aber wirklich eine ganz knappe Kiste, Leute. Also wir werden hier noch eine Weile dran sitzen. Also langsam wird es doch ein wenig komplizierter, weil jetzt irgendwie
nur noch Timing-Aufgaben kommen und in Sachen Timing bin ich ziemlich schlecht. Bleib stehen. Ach doch nicht. Klappt ja doch ganz gut. So, jetzt geht's wieder das Dach hinunter. Ach, herrje. Da! Klatsch. Jetzt geht das hier schon wieder los mit dem Timing. Ach so, da stirbt man auch dran. Also da ist zu viel Energie dahinter. Oh. Da. Ach, ist das schön. Wuhu. Nein. Ah, oh. Na, au. Ach man, ich hasse Timing-Aufgaben. Kommt schon, seid nicht so gemein zu mir. Wie soll ein armer kleiner Peter das nur schaffen? Doch, perfekt angekommen. Nein. Also ich muss auch da unten leider rein, aber da habe ich Angst vor, weil ich da garantiert zigmal gegrillt werde, bevor ich es schaffe. Wuhu. Da hätte ich springen müssen. Oh, ein Stück weit zuvor und das wäre es gewesen. Ja. So, in welche Richtung müssen wir denn? Da lang. Ah, Hilfe. Hier wird mit Kisten nach mir geworfen. Hilfe! Ach ja. Was sollen wir denn hier nun wieder machen? Ein auf halt die Kiste festmachen oder was? Okay, das war ein bisschen tief. Da liegt er. Der tote Thorsten. Ganz ehrlich, ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, was ich tun soll. Ah, das zumindest schon mal nicht. Da stirbt der Kleine. Ist das nicht schön? Nein, ist es nicht! Ich will überleben! Ah, ich bin... Das ist ja kein Wunder. Ah, das war nicht gut. Aber da bin ich wieder tot. Aber jetzt weiß ich wenigstens, was ich tun soll.
Es hätte mir einer sagen können, dass ich die Kiste da hinten hinschieben muss. Oh, 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 oh. Wuhu! Oh Gott. Da, 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 da. Ah, die Waffe hat mich doch noch erwischt gehabt. Warum hast du mich erwischt, Waffe? Das sind ja ein paar Rätsel, die hier jetzt aufkommen. Ah, Hilfe! So war das nicht geplant. Schwerkraft for the win. So, jetzt geht's noch ein Stück höher. Ah, gut, okay. Also hier darf ich jetzt leider auch nicht ran. Oh, jetzt ist er tot. Ja, das ist ja mein Problem. Ich darf weder hier noch da rankommen. Wenn ich das richtig gesehen habe. Aber das ist wirklich eine sehr gefährliche Timing-Sache jetzt. Da! Jetzt gibt's hier Power Slow Motion oder was? Patz. Okay. Sieht aber schon schick aus irgendwie. Fragt sich nur, wie lange das jetzt anhält. Komme ich jetzt noch lebend an? Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht aus, als würde da Blut herumspritzen und es hat mich ein bisschen zerlegt. Kann das sein? Oder ist das nur Dreck? Ich weiß gerade gar nicht, was hier los ist, Leute. Also, wenn ihr auch nicht wisst, was los ist, dann seid ihr garantiert nicht alleine. Aber ich stehe. Also ich bin noch da. Glaube ich. Nee, jetzt falle ich anscheinend ja doch nochmal um. Und da liegen wir. Wie am Anfang des Spiels liegen wir wieder im Gras.
Wozu auch immer. Ja. Und da wacht er wieder auf, unser Kleiner. Mensch, Thorsten, wieso schläfst denn du so lang? So, wo gehen wir jetzt hin? Ach, wir sind wieder im Wald inzwischen, oder was? Hey, da oben ist unsere Schwester. Denke ich zumindest mal, die sieht nämlich so aus. Und ich kann mich auch nicht mehr bewegen. Ich glaube fast, wir haben es geschafft. Na los, Thorst, geh zur Agathe. Und wir haben sie gefunden. Und das war's auch. Wunderbar. Ein schönes kleines Spiel für zwischendurch. Da steht Peter. Hi. Hat mir echt Spaß gemacht, das Spiel zu machen. Es war jetzt nicht so ein langes Projekt. Aber das ist genau die Art Rätselspiele, die ich wirklich bevorzuge. Das hat Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich kann euch das Spiel klar empfehlen, wenn ihr das kaufen wollt und selber mal spielen wollt. Es ist jetzt wirklich nicht lang, aber es macht Spaß. Es macht einfach nur Laune. Sind auch nicht zu schwere Rätsel. Wunderbar. Und mir hat es vor allem gefallen, dieses Schwarz-Weiß. Das hat so eine andere Wirkung mal. Also es ist wirklich mal ein anderes Spiel und das hat mir sehr gut gefallen. Finde ich schön. Danke fürs Zuschauen. Ihr könnt mir ja in den Kommentaren schreiben, was ihr von dem Spiel haltet. Macht's gut. Wir sehen uns bei anderen Videos wieder. Euer Lord Peter.